Ja, vielen herzlichen Dank. Fast genau vor 2 Jahren ist Corona nach Deutschland gekommen. Seitdem hat die Pandemie Menschenleben gekostet und viele Menschen sehr belastet. Unser Land befindet sich seit fast 2 Jahren in einer ständigen Spirale aus Lockdowns und Lockerungen. Und der Weg raus aus dieser Spirale führt nur über Achtsamkeit, Voraussicht und Impfung. Die Pandemie ist derzeit hochdynamisch. Der Bundesgesundheitsminister hat vor einigen Tagen ein Best-Case-Szenario beschrieben, nachdem Mitte Februar ein Peak erreicht werden könnte mit 400.000 Neuinfizierten am Tag. Dazu kommt jetzt zum zweiten Tag in Folge eine höhere Belegung der Intensivstationen. Der Expertenrat der Bundesregierung hält auch eine Überlastung des Gesundheitssystems bei Omikron für möglich. Der Expertenrat hat in dieser Lage eine klare Mahnung ausgesprochen. Das Infektionsgeschehen erfordert die Beibehaltung und strikte Umsetzung der bisherigen Maßnahmen. Bund und Länder sind sich deshalb einig, dass die bisher geltenden Regeln grundsätzlich weiterhin Bestand haben. Wir müssen in den nächsten Wochen aber in beide Richtungen blicken. Wenn eine Überlastung des Gesundheitssystems oder der kritischen Infrastruktur droht, müssen weitergehende Maßnahmen vereinbart werden. Andersrum gilt aber auch, Bund und Länder werden Öffnungsperspektiven entwickeln für den Moment, zu dem eine Überlastung des Gesundheitssystems ausgeschlossen werden kann. Impfungen bleiben der beste Weg, um unser Gesundheitssystem zu schützen. Das Impfen ist der Weg raus aus der Pandemie. Impfen und Achtsamkeit sind der Weg zurück zur Normalität für alle, die seit 2 Jahren sehr unter dieser Pandemie leiden. An erster Stelle natürlich all die Menschen, die auf den Intensivstationen arbeiten, die belastet sind, überlastet sind, ja, und einigen Teilen auch wirklich ausgelaucht und frustriert, Pflegerinnen und Pfleger, Ärztinnen und Ärzte, auch die Eltern, die sich Sorgen machen, ob sie ihre Kinder mit einem guten Gefühl in die Kita, in die Schule schicken können, auch die Menschen im Handel, in der Gastronomie, in der Veranstaltungswirtschaft und anderen Branchen, die sehr eingeschränkt sind. Wir kommen nur heraus aus den ständigen Wiederholungen von Lockdown und Lockerungen, wenn mehr Menschen geimpft sind. Und wir haben in Deutschland aktuell eine Impfquote von 75%. Das ist schlicht noch zu wenig. Der Expertenrat hält deshalb für erforderlich, verbliebene Impflücken zu schließen. Bund und Länder haben deshalb heute bekräftigt, dass sie die Vorbereitung einer allgemeinen Impfpflicht für notwendig halten. Eine Impfpflicht schützt vor allem besonders gefährdete Menschen und auch diejenigen, die sich nicht impfen lassen können. Eine Impfpflicht gehört deshalb zu einer vorausschauenden Pandemiepolitik dazu. Für die unionsgeführten Bundesländer habe ich schon in der vergangenen Woche Gespräche über die Vorbereitung einer Impfpflicht angeboten, denn die Länder werden ja vermutlich bei der Umsetzung eine wichtige Rolle spielen müssen. Ich bin dem Bundeskanzler sehr dankbar, dass er dieses Angebot heute auch angenommen hat und er dafür sorgen möchte, dass diese Gespräche zwischen Bundesregierung, den Fraktionen im Bundestag und den Ländern stattfinden können. Wir sind zu einer konstruktiven Zusammenarbeit gerne bereit, denn unser Land ist immer dann am stärksten, wenn wir über alle staatlichen Ebenen hinweg, Bund, Länder und auch die Kommunen sollen dabei nicht vergessen werden, eng zusammenarbeiten. Ein breiter Konsens im Bundestag und Bundesrat zu diesem Thema Impfpflicht kann auch die Akzeptanz in dieser wichtigen Maßnahme deutlich erhöhen. Wir haben heute auch über die Teststrategie gesprochen. Die hohe Zahl von Neuinfektionen führt zu Engpässen bei der Verfügbarkeit von PCR-Tests. Die Gesundheitsminister haben deshalb eine Priorisierung beschlossen. Aus unserer Sicht muss gleichzeitig aber auch daran gearbeitet werden, die PCR-Testkapazität schnellstmöglich zu erhöhen. Das erwarten die Bürgerinnen und Bürger zu Recht, insbesondere mit Blick auf Nachbarländer, die da deutlich größere Kapazitäten vorhalten. Da helfen jetzt keine Schuldzuweisungen in die eine wie die andere Richtung. Wichtig ist, dass wir an der Lage arbeiten, dass das besser wird. Und deshalb ist gut, dass der Gesundheitsminister zugesagt hat, auch an der Ausweitung der Testkapazitäten zu arbeiten. Wir haben heute auch über die Festlegung zum genesenen Status und zum Impfstatus gesprochen. Bund und Länder haben in der vorvergangenen Woche
gemeinsam beschlossen, dass das Robert-Koch-Institut und das Paul-Ehrlich-Institut den Impfstatus und den Genesenenstatus näher bestimmen dürfen. Der Bundesrat hat das am 14. Januar beschlossen, hat dem zugestimmt. Einen Tag später hat das RKI die Dauer des Genesenenstatus dann kurzfristig und unangekündigt von 180 Tagen auf 90 Tage verkürzt. Das hat viele Menschen überrascht und verunsichert. Alle Länder, und zwar parteiübergreifend, waren sich heute einig, dass sich das nicht wiederholen darf. Es war wichtig, dass der Bundesgesundheitsminister heute zugesagt hat, entsprechende Vorkehrungen für die Zukunft zu treffen. Solche Änderungen brauchen einen angemessenen Vorlauf. Die Menschen müssen sich darauf auch ein Stück vorbereiten können. Zu einer vorausschauenden Pandemiepolitik gehört eben auch Verlässlichkeit. Omikron hat die Pandemie verändert. Die Mutation erfordert von uns allen größte Wachsamkeit. Wir müssen in den nächsten Wochen die Entwicklung aller Parameter ganz genau beobachten und bei Bedarf schnell reagieren. Bund und Länder werden sich in diesem Format spätestens am 16. Februar wieder treffen. Aber wenn es vorher Entscheidungsbedarf gibt, bin ich sicher, dass wir auch in der Lage sind, früher zusammenzukommen. Vielen Dank.